Hallo und willkommen zum heutigen Video. Wir schrauben mal wieder was auf. Ich habe so viel Zeug da, das ich gerne aufschrauben möchte und weil ich halt einfach, wenn was Schrauben hat, will ich es aufschrauben und es haben halt fast alle Geräte mittlerweile wieder Schrauben zum Glück und mich interessiert einfach brennend, was in Geräten drin ist und ich hoffe, euch geht's ungefähr ähnlich, sonst würdet ihr ja nicht reingucken bei mir. Ich habe bei Gearbest jetzt selber gekauft für Geld, mal nicht gratis gekriegt, sondern für Geld gekauft, bei diesem irgendwie ein Sale war, keine Ahnung, was für ein Sale das war. Ich habe mir so ein ODB-Teil geholt. Das steckt man quasi am Auto an. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich euch zeige, wie das im Auto funktioniert. Ich will wissen, was drin ist. Da sind zwei Inbusschrauben dran und ich möchte einfach mal wissen, haben die da irgendwie eine CAN-Schutzbeschaltung drin? Haben die da, was haben die da für einen Controller drin für CAN? Was haben die für einen Controller fürs Display drin und wie und was? Interessiert mich einfach, deswegen schraube ich es jetzt mit euch auf. Während ich aufschreibe, erkläre ich euch ein bisschen was dazu. ODB ist dieser Stecker hier, das ist so ein Standard. Der hat sich jetzt in der Autoindustrie eingebürgert. Also an der Anleitung steht, Autos ab 1996 laufen mit dem. Da läuft so ein bisschen CAN drüber und es ist auch dieser Diagnosestecker, wo die TÜV-Leute und so ihr Gerät einstecken, wo die Werkstatt ihr Diagnosegerät einsteckt und entsprechend dann Fehlerspeicher vom Auto auslesen kann und so weiter. Da sind ganz viele Daten hinterlegt. Es gibt auch irgendwelche Dongle mit Bluetooth fürs Handy mittlerweile, dass man quasi mit dem Handy gucken kann, was da gerade für Motordrehzahlen laufen, was für ein Spritverbrauch, Kilometerangabe und so weiter. Kann man da alles irgendwie auslesen mit dem Gerät und funktioniert alles über CAN, soweit ich weiß, und von dem her gestandard genormtes Protokoll. Könnte man auch mal selber ein cooles Projekt draus machen, wenn wir irgendwann mal Zeit dazu haben. Schreibt es in die Kommentare, wenn es mal wollt, dass wir da ein Projekt draus machen bei eHio. So sieht die Platine aus. Nicht großartig spektakulär auf den ersten Blick. Hier unten haben wir Mini-USB. Das habe ich vorher gar nicht gesehen noch. Hier unten Mini-USB, eine ganze Horde Kondensatoren, eine dicke Spule. Wir haben einen Summer drauf. Und wir haben hier so ein bisschen Transistorenbeschaltung, hier einen Chip, hier einen großen Chip, hier nochmal Transistoren, einen kleinen Chip und hier nochmal irgendwas. Das Display selber, jetzt stecken wir mal das Kabel hier aus. Das Display hat ein Flachbandkabel, mit dem ist das angesteckt. Und auf der Unterseite haben wir relativ unspektakulär die Goldfederkontakte für die Tasten. Wir haben hier wieder diese kohlebeschichteten Tasten, wie wir es auch beim SNES gesehen haben. So diese Standard-Tastaturen, die es gibt. Wir haben hier drei Leuchtdioden dran. Dann schauen wir uns mal die Platine genauer an. Wir fangen mal mit dem Spannenden an, mit der Spannungsversorgung. Man sieht hier eine relativ schöne, dicke Leiterbahn, die hier rüberzieht. Hier eine ganz dicke Diode und null Ohmwiderstand. Auf der Rückseite zieht sich die Leiterbahn richtig dick hier rüber. Und endet hier. Und auf der Rückseite wird hier wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, die Spannungsversorgung vom ODB-Stecker kommen. OBD-Stecker kommen. Also die 13,8 Volt oder halt 12 Volt mit Spitzen und so weiter. Hier eine dicke Diode, damit wir keine Spannung zurückkriegen, damit keine negativen Spannungen hier in die Schaltung reingehen. Der 0 Ohm-Widerstand, ein reiner Schutzwiderstand. Gehe ich mal von aus, der wird wahrscheinlich einfach durchbrennen, wenn hier irgendwas schief gehen sollte. Einen schönen dicken Elko, einen schönen dicken Keramikkondensator, echt toll gemacht, das Design, Hut ab. Und hier das kleine Teilchen, hier ein Tri-1461 ist das, von der Firma Fiti Power, noch nie gehört in meinem Leben. Ist ein 23 Volt, 2 Ampere Step-Down-Konverter. Also der hat hier die Spule dazu, hier die zwei Sense-Widerstände und hier oben die große Fläche. Entsprechend die Spannung, die er halt eben generiert. In dem Fall, gucken wir gleich mal weiter, hier kommt USB rein, da oben haben wir Plus-Spannung USB. Nochmal die gleiche dicke Diode, die hier rüberzieht auf die große Fläche, dass eben keine negative Spannung oder keine Überspannung hier in den USB zurückgeleitet werden kann. Die Fläche hier also 5 Volt, vielleicht 4,4 oder so, weil es ja über die Diode drüber gehen muss, 4,5. Aber ich gehe mal davon aus, der Step-Down wird hier auf 5 Volt regeln. Wir haben hier oben einen kleinen Chip, da finde ich leider nichts dazu.
das wird ein LDO sein, gehe ich mal davon aus. Also wir haben hier 5 Volt Versorgung für die ganzen Geschichten und werden hier, denke ich mal, auf 3,3 Volt runtergehen, denn hier, man kann es glaube ich eh schon lesen, haben wir einen STM32F103, einen 32-Bit-Arm der Firma STMicro. Der hat alles drin, was wir brauchen. Der hat einen CAN-Controller drin, der hat USB drin und der hat ein Parallelinterface für LCD mit drin. Also praktischerweise die Waffe der Wahl. Damit er die ganzen CAN-Pakete und alles mögliche zwischenpuffern kann, hat er hier an der Seite nochmal was Schönes dran, einen W25Q64 JVSIQ der Firma Winbond. Ich meine, ich muss jetzt da gar nicht mehr dazu sagen, da ist ein 64er drin in der Bezeichnung, also wissen wir alle schon Bescheid. In dem Fall 64M-Bit, seriell Flash und der hängt über SPI dran. Also hier MOSI, MISO, Clock und Chip Enable, die 4 Widerstände. Gehe ich mal stark davon aus. Wenn wir weitergehen, das Ganze. Einen kleinen Fed für den Summer, das wird der nicht getrieben kriegen. Die ARMs haben relativ wenig Leistung pro I.O. Deswegen spendiert man hier nochmal einen kleinen Fed, damit er den Summer getrieben kriegt. Und die 2 Chips hier sind identisch. Das sind LM2903 von TI. Muss man jetzt auch nichts großartig dazu sagen. Sind Zweifachkomparatoren, das heißt hier 2 Komparatoren, hier 2 Komparatoren. Ich gehe mal davon aus, einer für RX, einer für TX. Wäre jetzt so mein Gedankengang an der ganzen Geschichte. Möge es logisch sein oder nicht, hier hinten haben wir, gut versteckt auf der anderen Seite der Platine, einen SN65HVDA1040A von TI. Das ist ein Highspeed-CAN-Bus-Transceiver. Wahrscheinlich sind hier irgendwo die CAN-Anschlüsse vom Arm. Ich weiß nicht, ob man die nicht da oben hinlegen hätte können. Auf jeden Fall, hier ist der CAN-Transceiver und wenn man auf der Unterseite guckt, gehen hier die Vias dann einmal quer über die ganze Leiterbahn rüber und enden dann irgendwo hier hinten bei den Transistoren. Das Ganze hier, schätze ich mal, die Transistoren sind nichts anderes als irgendwelche Pegelwandlungen und Schutzbeschaltungen. Also die haben da echt ganz schön viel dahinter, muss ich sagen, kann man nicht meckern. Also alles in allem sehr, sehr schönes Design, finde ich gut. Also das mit dem CAN-Transceiver ist so eine Geschichte. 8 MHz Quarz sehen wir hier auch nochmal. Ja, auch aufbautechnisch schön zusammengebaut. Ich schraube es jetzt wieder zusammen, hoffe es funktioniert und schau dann mal im Auto, was das Ding macht. So, wir sind hier in Bayern. Es hat gefühlte minus 2000 Grad im Auto. Habe das mal am UDB-Adapter eingesteckt. Noch passiert nichts. Ich glaube, man muss die Zündung starten, oder? Das Ding zeigt noch nichts an. Es hat kurz Piep gemacht beim Einstecken. Gehen wir davon aus, man muss den Motor starten, damit das Ding loslegt. Schauen wir mal. Zündung reicht ihm nicht. Es piepst, wenn man eine Taste drückt. Starte mal. Oh. Naja, auch mit gestartetem Motor zeigt es nichts an. Ich hatte es vorher mal bei USB dranhängen. Da hat es was angezeigt, wenn USB dran war. Ich gebe ihm jetzt mal schnell 5 Volt mit USB. Wobei das würde mich schon tierisch nerven, wenn man dem noch 5 Volt per USB geben müsste, damit das funktioniert. Ja, jetzt zeigt er was an. Machen wir mal einen Batteriecheck. 14,1 Volt, sieht noch gut aus. Der braucht scheinbar zusätzlich, das nervt aber tierisch, Diagnostik. Der braucht scheinbar zusätzlich noch entsprechend 5 Volt. Status, Mil-Status off, DCDs, keine Fehler, Datastream. Ich kenne mich nicht aus, deswegen will ich jetzt nicht lang rumspielen. Könnte jetzt hier die ganzen Sensoren durchtesten, O2 und so weiter. USB weg, dann ist das Display weg. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ich würde mal behaupten, das ist nicht so gewünscht vom Hersteller. Vielleicht ist es kaputt. Ich werde die auf jeden Fall mal anschreiben. Ansonsten, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es wird noch ein bisschen wärmer irgendwann. So, OBD Ende.